Hallo, ich bin die Kerstin und man nennt mich auch Curse und ich habe jetzt vor, mal mein erstes Kochvideo zu machen. Ich koche ziemlich gerne, das wissen irgendwie alle von mir und jetzt habe ich mir gedacht, zeige ich das auch mal den anderen. Jetzt probiere ich das aus und ja, ich habe mir gedacht, ich fange vielleicht mal ganz einfach mit einem Pizzateig an. Ich habe nämlich vor mir heute ein Pizzabrot zu machen, weil ich heute Abend noch Tzatziki esse und da passt das Pizzabrot echt super dazu und es schmeckt viel besser als fertiger Pizzateig. Also viel, viel besser. Es geht richtig fluffig auf und ist in der Mitte knusprig. Und einfach nur. Und es ist auch ganz einfach nachzumachen. Und deswegen wollte ich euch das gerne zeigen. So, dafür zeige ich euch erst einmal, was ich für Zutaten brauche. Es sind auch, nämlich auch nur ganz wenige Zutaten, die man dafür braucht. Nämlich, ich mache heute Pizzateig für 2 Pizzen. Oder nein, Entschuldigung, für 3 Pizzen gehen sich damit eigentlich aus. Wenn nicht sogar 4, weil man sie ein bisschen kleiner macht. Und dadurch, dass ich mir jetzt ein Pizzabrot mache, muss es ein bisschen dicker sein. Und deswegen mache ich eben genau gleich viel Teig und kann mir dafür von der anderen Hälfte dann auch noch 2 Pizzen machen. 2 kleine. Und für diese Menge, also für 3 kleinere Pizzen, brauche ich 250 Gramm Mehl. Ich habe da jetzt ein glattes Mehl genommen, das ist aber egal, ob es ein glattes oder ein griffiges ist, es schmeckt mit beiden gut. Dann ganz wichtig, man braucht dazu Germ. Ob das jetzt ein trockener Pulvergerm ist oder ein echter Germ, ist egal eigentlich. Ich habe es mit beiden ausprobiert und es funktioniert beides super. Davon braucht man dann allerdings nicht so viel, da braucht man dann nur so 2 Gramm davon circa. Dann braucht man dazu 150 ml Wasser, das sollte lauwarm sein. Und dann braucht man einen Schuss Olivenöl. Dann braucht man noch ca. 5 bis 10 Gramm normales Salz. Und dann gerade das Pizzabrot ist super, wenn man da noch ein paar Kräuter rein hat. Also da habe ich ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian. Ein bisschen Oregano. Das habe ich dann alles vermischt, damit das schön sich dann auch gut verbindet alles und nicht irgendwo mehr von alles. Und dann kann man das alles quasi zusammenmischen. Und das ist wirklich die einfachste Möglichkeit, wie man das machen kann. Dass man einfach alles in eine Schüssel reinhaust und alles schön vermischt. Ich weiß, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich so eine Art Mehlvulkan macht, wo man dann die ganzen Flüssigkeiten reingibt und das dann so vermischt. Das habe ich versucht, aber ich finde, das ist ziemlich kompliziert, weil das kann schnell passieren, dass das Wasser und das Öl dann aus diesem Mehlberg rausrinnt und dann verteilt sich das alles am Tisch und dann ist das nicht mehr so lustig, weil dann kann man alles putzen. Und ich habe ein Rezept, wo man das einfach nur alles da reingibt in die Schüssel und einfach mal durchknetet. Dafür muss ich es aber zuerst mal abmessen, abwiegen, das habe ich noch nicht gemacht. Also wie gesagt, von dem Mehl brauche ich 250 Gramm. Das ist circa so viel. Das kommt jetzt mal rein. Dann habe ich mein Salz da drinnen. Das kommt da auch rein. Dann habe ich hier meine Kräuter. Nicht zu viele, aber ein paar halt. Dann habe ich Germ. Da gebe ich jetzt circa so viel rein. Ich hoffe, man sieht das. Also ein bisschen halt. So, jetzt haben wir das schon mal alles da drin. Der Germ riecht jetzt ein bisschen streng, aber das gehört so. Übrigens für alle, die nicht wissen, was Germ ist genau dasselbe wie Hefe. Ich habe mich das zuerst auch gefragt, ich war dann verunsichert im Supermarkt. Aber Hefe und Germ ist dasselbe. So, jetzt haben wir eben hier so einen Gupf drin. Und dann mache ich jetzt, also ich schüttel das alles mal glatt. Und dann mache ich mir dann die Mitte so eine kleine Mulde rein. So. Dass da ein kleines Loch drin ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt genau sieht. Auf jeden Fall in dieses Loch fülle ich mir jetzt in der Mitte quasi das Wasser rein. Einfach gleich alles auf einmal. Dann schwimmt das da so in der Mitte herum. Und ein kleiner Schuss Olivenöl. So. Jetzt hole ich mir nur kurz einen Löffel.
Da habe ich mir kurz einen Löffel geholt, damit ich das Ganze ein bisschen unterheben kann. Ich würde nicht empfehlen, das mit einem Schneebesen oder so zu machen, weil der Teig wird irrsinnig klebrig am Anfang sein. Und das dann wieder aus dem Schneebesen rauszuholen, ist eine unglaubliche Arbeit. Also zuerst einfach mit dem Löffel jetzt alles schön unterheben. Ein paar Mal umrühren. Jetzt merkt man, wie sich langsam alles verbindet und das Mehl wird jetzt schön auf, also das Mehl saugt jetzt schön das Wasser auf. Und wenn man merkt, dass das sich alles relativ gut verbunden hat, sieht jetzt bei mir so aus, das ist jetzt so, schaut ein bisschen aus wie Spätzle. Wenn man gemerkt hat, dass sich das jetzt schön verbunden hat, dann kann man eigentlich auch aufhören, den Löffel zu verwenden. Sondern jetzt müssen irgendwann halt auch die Hände rein, weil das Ganze muss ja geknetet werden. So, meine Hände sind gewaschen. Jetzt gehe ich da mal schön rein, mache mir eine Kugel draus und boxe da ein bisschen ran. Bis ich das Gefühl habe, dass sich das alles zu einem Teigklumpen verbindet. Das ist jetzt momentan noch ein bisschen trocken, aber wenn man da ein bisschen drauf herumknetet, dann verbindet sich das dann halt langsam alles. Und wir finden das ja gut, dass es ein bisschen trockener ist. Weil dann klebt er wenigstens nicht auf unseren Händen. Also wenn wir da jetzt gleich mit den Händen reingegangen wären, dann wäre alles an unseren Fingern kleben geblieben. Das wollen wir nicht, weil das kriegt man nie wieder runter. Und dann wollen wir es lieber zuerst ein bisschen trockener haben. Jetzt sehe ich aber, dass er wirklich ein bisschen sehr trocken geworden ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Wasser abgemessen. Da werde ich jetzt ein kleines bisschen Wasser nachschütten. Wieder schauen, dass das auch lauwarm ist. Jetzt kippe ich das langsam immer nur ein bisschen rein. Misch das nochmal. Wirklich nur ganz, ganz wenig habe ich da jetzt reingegeben. Und jetzt muss man ordentlich kneten. Damit sich das schön alles vermischt. Das Kneten ist dafür gut, dass die Luftblasen rausgehen aus dem Teig, weil die Luftblasen würden den Pizzateig dann nicht so schön machen. So, jetzt war ich fertig mit dem Teig. Ich habe den jetzt geknetet, circa 5 Minuten, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist er echt gut durchgeknetet. Und jetzt sieht das so aus, jetzt habe ich eine Kugel gemacht. So. Die ist jetzt circa so groß. Die sieht jetzt zwar nicht besonders groß aus, aber man bekommt dann schon recht viel raus, weil da ist ja jetzt Germ drinnen. Und der Germ kriegt jetzt schön was zu knabbern am Wasser. Und der Germ wird aufgehen und der Germ wird sich so voll fressen, dass unser Teig irgendwann viel größer ist. Aber dafür lasse ich ihn jetzt heute mindestens eine Stunde an einem warmen Ort stehen. Ich lege da jetzt noch ein nasses Küchentuch drüber, ein sauberes, damit das Ganze sich noch ein bisschen mit Wasser vollsaugen kann, weil das Wasser ist das, was eben der Germ haben will. Und nach frühestens einer Stunde ist er dann wirklich ein bisschen aufgegangen und dann können wir damit weiterarbeiten. Aber es ist auch okay, wenn man den, oder es ist auch eine super Sache, wenn man den so einen Tag ruhig mal stehen lässt oder 9 Stunden oder sowas in die Richtung. Was auch toll ist, den Teig kann man auch ein paar Tage aufbewahren, nämlich im Kühlschrank, einfach in eine Folie einwickeln, vielleicht mit ein bisschen Platz, weil der geht dann manchmal noch ein Stückchen weiter auf und dann bevor die Folie platzt. Aber ja, das werde ich jetzt einfach mal machen. Ein warmer Ort ist einfach bei mir in der Wohnung, weil meine Wohnung so warm ist. So. Und ja, ich brauche eigentlich nur noch ein Küchentuch. Und dann in einer Stunde werde ich das ins Backrohr schieben. Das zeige ich euch dann aber auch. Oh, jetzt ist mein Teig circa 3 Stunden geruht. Er ist auch nicht aufgegangen, ich zeige euch das mal. So, da haben wir noch das Tuch, das feuchte. Und der ist jetzt viel größer als vorher. Jetzt habe ich mir hier wieder Mehl auf den Tisch gelegt, damit ich das dann nochmal schön kneten kann und ausrollen kann. Ich mache das jetzt so. So. Ich glaube, so könnt ihr es gut sehen. Also da haben wir den Teigklumpen. Der ist schon aufgegangen, der ist richtig fluffig. Ich muss gestatten, ich bin nicht so gut ausgestattet und habe kein Nudelholz noch. Aber ich habe einen super Tipp für euch. Man kann super gut ganz normale Alkoholflaschen, so Glasflaschen, also ich habe jetzt hier einen Mai Tai, hier noch Weinflaschen, so, die sind auch schön schwer, mit denen kann man das super trotzdem machen. Die muss halt sauber sein, ich habe es jetzt gewaschen am Rand, damit sie nicht dreckig ist.
Jetzt werde ich mir den nur in Stücke schneiden. Ja, sagen wir mal 30 Stücke. Wie gesagt, ich kann ja, aus so einem Stück circa eine Pizza machen. Die ist dann schon so wie eine normale Pizza, die man kaufen kann. Das werde ich mir also aufheben. Und aus den beiden mache ich mir ein Brot. Das heißt, ich rolle mal das eine aus. Das werde ich jetzt zuerst mal nochmal kneten. Damit es schön rund ist. Mache ich mir eine schöne Kugel. So, und jetzt einfach mal ausrollen. Ich werde mir das jetzt nicht zu flach machen, weil das ja ein Brot wird. Aber ein bisschen flach mache ich schon. Währenddessen habe ich mein Backrohr auf die allerhöchste Hitze gestellt. Das ist bei den meisten Backrohren ca. 250 Grad. Am liebsten hätte ich natürlich 300. Das wäre für Pizzabacken ideal, dass es halt wirklich so heiß wie möglich ist. Aber das geht ja leider nicht. Aber es geht auch so. So, ich lasse das jetzt einfach so. Das bleibt bei mir. So. Das zweite mache ich auch noch. So. Also die könnte ich jetzt zum Beispiel auch in so Stangen formen, wie man es eher von der Pizzeria kennt, aber ich mag das jetzt ein bisschen mehr so in der runden Form haben. Finde ich schöner. So, die sind jetzt auch noch schön dick. Das ist fürs Brot echt super, das geht dann noch ordentlich auf. Das dritte Stück mache ich jetzt einfach zu einer Kugel, knete ich gar nicht mehr viel und packe das dann in eine Frischhaltefolie rein und gebe das in den Kühlschrank und dann kann ich mir morgen draus eine Pizza machen. So. Nehme ich euch mal mit in meine Küche. So. Ich muss gestehen, ich bin heute echt nicht besonders gut vorbereitet. Ich habe voll vergessen, dass ich kein Backpapier mehr habe. Jetzt habe ich einfach das Blech sauber gemacht und habe das mit Mehl ausgelegt, damit das auch sicher nicht kleben bleibt. Die lege ich da jetzt einfach so in die Mitte. Ich habe das jetzt auf Ober-Unterhitze. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, auf Ober-Unterhitze habe ich das jedenfalls. Und eben auf 250 Grad, das ist das Maximum. Das werde ich jetzt, also das habe ich jetzt 5 Minuten vorgeheizt. Jetzt ist es auch schön warm da drin. Jetzt werde ich das dann in die mittlere Schiene reingeben. So. Und da liegt es jetzt ganz gut. Und zwar für nicht sehr lange. Das ist das ist ziemlich schnell fertig, dadurch, dass es so heiß ist. Warten wir mal so 10 Minuten und schauen dann mal drauf. Es kann so 10 bis, sagen wir mal, ca. 13 Minuten drin sein. Es soll ja auch nicht zu knusprig sein und innen noch schon fluffig sein. Weil nach 10 Minuten schaue ich spätestens mal rein, wie es ausschaut. Und wenn es außen schon so ein knuspriges Aussehen hat, dann passt. Okay, dann warten wir mal. So, ich habe das Backrohr schon abgedreht. Ich habe die schon rausgenommen. So sehen sie jetzt aus. Unsere Pizzabrote. Unten sind sie nur leicht angeschwärzt, eben weil ich kein Backpapier hatte. Ich habe das jetzt hier auf Mehl gelegt, was ich euch aber abraten würde, weil ich habe gemerkt, das wird ganz schwarz, das Mehl. Und dann kam mir erstmal eine riesige Rauchwolke entgegen. Kommt jetzt noch sogar entgegen. Aber das muss ich danach dann putzen. Da klebt jetzt überall geröstetes Mehl dran. Das war irgendwie keine gute Idee. Aber man lernt aus Fehlern. Aber das Brot riecht echt lecker. Ist echt super lecker und währenddessen habe ich mir gleich mal Tzatziki gemacht. Und das passt sicher super gut zusammen. Ich werde jetzt mal ein Brot aufmachen. Mich interessiert das, wie das innen ausschaut. So. Heiß. So sieht das jetzt innen aus. Ist innen schön weich. Fluffig. Jetzt probiere ich das einfach mal. Mit meinem Tzatziki. Das ist sehr lecker. Das ist wirklich gut. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Rezept. Und es schmeckt sich genauso gut wie mir. Aber ich muss jetzt essen. Es schmeckt so gut. Tschüss.